Mir ist hardcore zum Thema Korrektheit und Rap. Wahrscheinlich ist es euch suspekt, sodass der Aspekt natürlich auch nicht in Aspekt checkt und zwar sich direkt weg. Und ich lache mich nicht mal schlapp, sondern habe dabei natürlich auch auf Trab gebracht und zwar das Pferd. Frage mich natürlich auch, warum ihr schon wieder meint, der hat ein Pferdegebiss. Ne, ist nicht so. Hasenzähne wären es eher, aber auch nur, weil es ein Hyperintelligenzgebiss wäre. Schwer zu beurteilen, was ich damit eigentlich meine, ist, dass ich hier im Reim natürlich auch schon wieder bleibe und zwar alleine leide dabei natürlich auch schon wieder, wie jetzt gerade hier an einer für sich genannten Art und habe dabei natürlich auch einiges gespart, aber und dann frage ich mich sogar, ob ich hier nicht wohl war, mal wieder sagen wollte dazu gerade. Was ich gerade hörte, ist mir noch im Sinn. Und ja, so könnte man es locker bringen. Und frage mich natürlich auch schon wieder, wo ist der Hocker hin, von dem es mich gehauen hat. Gerade in meinem Auftrag natürlich auch schon wieder Gerte, was der Bruder zum Thema Pussy Terror. Immer noch Lieder. Und ja, die Lieder der Liebe, aber ich nicht wieder, sondern habe hier natürlich auch schon wieder jetzt gerade mich hier mal wieder imposant gefunden und zwar wieder niederschreibend nicht gewesen, sondern einfach bloß mal wieder bleibend bei dem, was ich hier gerade natürlich auch meine, denn ich bin Genius Hardcore und frage mich jetzt gerade mal so, was Professor Dr. Dr. Ruda, Professor Dr. Dr. Ruda, weil ich alles am Klingeln lässt, wahrscheinlich die Alarmglocken, wenn es darum geht. Ein Doktor im Nahkampf, sagt man mir nach, ein Doktor in angewandte Wissenschaften der theoretischen Physik. Sogar. Füßt für Füß, aber nicht für die Füße. Und somit ist das hier natürlich auch schon schlichtweg vergnügt und ich frage mich auch sicherlich gerade, wer Trick betrügt und wer letzten Endes zu wenig echten Rap kennen müsst, ist wahrscheinlich aktuell Caroline Quebecos und ja, natürlich auch, wer war es noch? Klang wie Megalo. Keine Ahnung, wer das war wohl. Aber trotzdem danke dafür, dass ihr auch Hip-Hop unterstützt und auch dabei wiederfindet und zwar richtig mies. Wenn etwas richtig mies ist, ist es nicht niedlich, sondern irgendwie nicht das, was man eigentlich beabsichtigt hatte, nämlich die Ladies zu imponieren mit. Und das war dann gerade das, was geht. Aber wahrscheinlich habt ihr stets und natürlich auch bestätigt gewusst, irgendwie hat man im Gangster zu viel Waffenschuss. Und schon wieder frage ich mich, was geht denn hier ab? Gut, hier hat Sebastian Guder, Genius Hardcore from Germany. Und ja, so geht das immer wieder nieder, während ich hier lieber Freestyle, ist das einfach nur mal wieder das, was ich so mache. Peace out, yo. Greets Genius Hardcore. Lauter, bitte.